Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich etwas Besonderes vor, denn wir gehen heute die Welt entdecken. Wir gehen mal draußen spazierchen und Welt entdecken. Und bevor wir das tun, ich habe mal hier ein Diamantenschwert gecraftet und jetzt habe ich gedacht, ich verzauber das mal mit euch. Ihr habt ja gesagt, macht da mal Schärfe drauf. Also packen wir Schärfe 4 drauf, das ist, denke ich, ein ordentliches Level. So, jetzt haben wir hier plus 12 Angriffsschaden. Das knallt ordentlich rein, denke ich mal. Muss natürlich das andere Schwert noch loswerden dann irgendwie. Und ja. Ihr seht, wir haben da irgendwie noch voll viel Diamanten am Start. Also großartig suchen braucht man da nicht jetzt momentan. Wir hatten ja nicht so viel Glück jetzt mit Diamanten, aber wir hatten noch überall welche verstreut. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Deswegen sind wir hier auch gut unterwegs mit unserem Diamanten-Outfit. Wir haben natürlich nicht alles verzaubert, das könnten wir natürlich auch mal machen. Aber heute heißt es Welt entdecken und deswegen schauen wir mal kurz hier auf die Koordinaten. 65, 31, so, da, minus 31. Da müssen wir dann irgendwann mal wieder zurückkehren. Aber wir machen uns heute auf die große, weite Welt hinaus. Und verlassen mal unsere Farm. Sagen wir mal Tschüss zu den Schäfchen. Auf Wiedersehen, unsere Freunde hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Passt auf euch auf. Papa kommt bald wieder nach Hause hier. Papa Dulak, ne? Ich schlage vor, wir gehen mal da hinten in diese Richtung da. Was ist denn das für eine Richtung? Okay. 83. Lalalalalala. Da sind. Oh, da steht ein Enderman rum. Der begrüßt sich direkt. Der verzieht sich aber gerade, weil Tag geworden ist. Vielleicht können wir den erwischen. Gucken. Wo ist er? What? Da für ein Kollege. Hallöchen. Ja, so muss das sein, ne? Kriegt man hier ein paar Leute killen. Zucki, 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 zack, zucki. Und weiter geht's. Vielleicht entdecken wir ja mal ein schönes Dorf oder sowas. Wäre auch cool. Hier sind ganz viele Schweinchen. Die Bergschweine, nicht die Bergtrolle. Rum, rum. Da hinten, da brennen noch ein paar. Tag ist angebrochen. Ja, das mit dem Schneemann habe ich immer noch nicht hingekriegt. Ich habe das so gemacht, wie einer geschrieben hat. Zwei Schneeblöcke und einen Kürbis. Hat nicht funktioniert. Weiß nicht wieso. Ist das Eis? Was kann man damit denn machen? Nix, ne? Was? Okay, das deckt einfach nur Wasser ab, so wie Schneesteine abdeckt. Habe ich verstanden. Hat der Dulak jetzt auch mal verstanden, ne? Da ist rote Farbe. In Form einer Blume. Ah, komm, nehmen wir mal mit. Die sieht so schön aus, die Blume. Guck dir das mal an. Schöne Blume. Die könnten wir auch mal, einfach mal so bei uns hinstellen, ne? So eine schöne Blume. Wir haben es ja noch nicht so richtig verziert, unser Häuschen. Jetzt schneit es auch noch. Ja, ja. Fressen wir mal schnell was. Mampf, 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 Mampf. Rülps. Mampf, 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 Mampf. Rülps. Ja, bald ist Weihnachten. Oh. Ender. Hallo, Ender. Ich guck dich an. Ich hab ihn angeguckt. Wo ist der hin? Wo ist der Enderman hin? Wo ist der Enderman? Ich hab sie angeguckt. Sie hat in die Höhle da teleportiert, ne? Enderman? Komm her, Enderman. Ist auf die Mütze, Enderman. Boah, was geht hier ab? Die Höhle. Hallo, Enderman. Guck dich an. Ja, da. Komm her. Wo bist du? Komm her. Bams, bams. What? Haut ab. Der lässt uns einfach lang. Oh, hallo. Hallo, Creeperlein. Der Creeper erwischt, aber der Enderman hat sich aus dem Stäubchen gemacht, ne? Hallo. Hallo, Creeper. Wurde aber weggeschleudert.
Zombies mal wieder. Also was haben wir hier noch am Stimmi? Und eine kleine Stimmi. Okay, gehen wir mal weiter. Stress können wir immer noch machen. Wobei diese Creeper platt machen, das ist ja immer geil. Das macht ordentlich Laune. Was sind eigentlich eure Lieblingsgegner? Welche macht ihr am liebsten platt? Könnt ihr mir mal schreiben. Die Enderman. Enderman. Oder die Creeper. Oder die Skelette. Oder die Skelette auf der Spinne. Oder die Spinne. Oder der Enderdrache. What? Ah ja. Roten Blümchen. Was haben wir denn hier im Stüssel? Vier Pfeile. Ich nehme nicht. Da ist dieses Baumtal, dieser Baumtaler. Alles voller Bäumchen, ne? Guck mal, Spinni. Mal eine Frage, wie macht man denn jetzt einen Bogen? Ach, da braucht man wahrscheinlich eine Werkbank für, ne? Der Knuckdulak weiß das ja noch gar nicht, wie man einen schönen Bogen macht. Eieiei. Boah, was ist denn da oben los? Hallo? Kommt denn mal klar da mit dem Berg? Ein Babyzombie. Was geht denn da ab mit dem Berg? Das ist nicht mehr alles. Der bescheuerte Berg. Warum macht denn da so, eine, so ein Loch? Geronimo. Das war volles Risiko, Leute. No risk, no fun. Dulla geht die weite Welt hinaus. Leider dann... Oh, ist das Enderman? Oder sah das nur so aus? Enderman-Jagd. Ich glaube, das sah nur so aus. Hm. Da ist eigentlich nichts, ne? Ach, schau mal an. Unser Freund ist Skeletti. Oh, ein Hühnchen. Okay. Ja, in den Dschungel hier wollte ich eigentlich nicht. Ja, weil in den Laubwald. Ist ja eigentlich ein Laubwald, ne? Oder Nadelwald? Laubnadelwald. Laubnadel-Dschungelwald. Voll der Wasserfall hier am Start. Zieh das mal rein, ne? Was geht denn da? Krass. Voll der Wasserfall, ey. Voll der Wasserfall. Der Waterfall. Ja, was ist denn hier jetzt? Wo ist denn das Dorf? Gibt doch bestimmt irgendein Dorf mit so ein paar Menschen, oder? Wo man was kaufen kann. Da hätten wir jetzt aber die Smaragdblätter mitnehmen sollen. Oder neuen, oder wollen. Oder können. Ja, was fressen. Ja, es gibt ja noch eine Sättigungsleiste, ne? Korrigiert mich, wenn ich was Falsches erzähle gerade, aber die Sättigungsleiste ist unsichtbar und die füllt sich auch nur bei Fleisch oder so, also nicht bei Früchten. Und das ist dann der Moment, oder wenn die leer ist, dann fängt es an, die Nahrung an sich verbraucht zu werden. Und bis die verbraucht wird, geht halt die Sättigung ab. Oh, nix, schade. Schwarzpulver ist so selten irgendwie. Ich könnte einfach Dynamit gebrauchen, wisst ihr? Das ist ein Schwert. Boah. Was sind wir denn? Wieso gehen wir eigentlich bei so einem Pisswetter raus? Kann man das einer mal erzählen? Kaum willst du mal die Welt entdecken, fängt es halt an zu regnen. Ist das nicht krank? Aber so muss es halt sein. Wir spielen ja Realistik. Survival. Da kann man ja nicht einfach sagen, es gibt keinen Regen. Ne? Enderport. Der Ender-Teleport. Da hinten, hab ich gesehen. Ender, Ender, komm her. Raus, raus. Wo ist der Enderport? Hier, Enderman hat sich getarnt als Huhn. Okay. Ach, jeder. Boah, was sind das für krasse Berge, ey. Die Berge aus der Hölle. Krass, wie krass das aussieht. Krass, wie oft ich jetzt krass sage, das ist echt krass, oder? Ja, du, der Wortschatz in Größe 4.
muss mich mal wieder belesen. Ich muss da nämlich neue Wörter anlesen. Ein paar Fremdwörter. Oh, es geht hier ab. Ich höre so Geräusche. So eine Spinne und Schneehase, okay. Ich dachte, was ist das für ein Hase, der so komische Geräusche macht? Mit dem Wetter geht doch kein normaler Mensch raus, oder Leute? Wir sind hier in die Pampas. Hundewetter. Hallo, hallo, hallo. What? Ist hier ein Blitz eingeschlagen? Oh, da ist voll Enderman am Abzappeln da hinten. Attacke! Creeper! Nee, ist kein Creeper, ist ein Baby-Zombie, oder? Nee, ist ein normaler Zombie. Das ist ja langweilig. Creeper! Jeeper, Creeper, Creeper, Jeeper. Enderman, den holen wir uns doch, oder? Enderman! Woher Enderman? Ich guck dich an. Ich guck dich an, Mann. Oh, ah, ne, jetzt große Blätter noch, Mann. Ich hab ihn voll angeglotzt. Wieso ist der abgehauen? Hat der Angst oder was? Komm her, Enderman. Alter, was habt ihr da geschrieben, ey? Ihr habt alle geschrieben, wenn man anguckt, wird der böse. Guck ich den an, verpisst er sich, oder? Was geht da ab? Was geht da ab? Enderman! Hallo, kleines Fischi. Und da ist ein Tunnel. Zuck, zuck. Ein kleines Zombiese in einem Tunnel. Diese Welt ist wirklich scary. War das ein Donner oder ein Creeper? Oh, was geht hier ab? Voll die Höhle, ey. Voll die Höhle. Bei dem Hundswetter, weißt du? Will ja keiner raus. Baby Zombie. Ich muss schon zuhauen, die Kleine. Das, ist das ein Ender? Das ist ein kleiner Babyblume. Nein! Boah. Noch einer, ne? Ja. Ah, hier Kühe. Hallo Kühe. Hallo Kühe. Ich muss euch an euer Leder, im wahrsten Sinne des Wortes. What, hier ist Lava? Und hier geht ja was ab. Creeper Party! Creeper Party! Creeper Party! Creeper Party! Attacke Bonanza! Mal fragen, wie viel haben wir? 7, geil. Krass, ey. Bin so froh verlaufen. Was geht denn hier? Ui. Ist das Hase? Hase. Hasi, Mausi. Hallo, Hasi. Na, Hasi, alles klar bei dir? Nein. Urlaub steht nicht auf Tiere. Nicht auf Tiere. Ich mag Tiere. Ich mag Tiere wirklich gerne. Besonders Hasen. Besonders wenn die schön kross gebraten sind, ne?
Nee, ich mag wirklich Tiere. Ich mag richtig Tiere. Liebe Tiere. Hallo. Hallo Tier. Kann man die streichen? Nee, wenn ich das streiche, bist du tot. Ne? Die Todeshand. Die kann ganz gefährlich streichen. Will dich aber nicht töten. Ich brauch dein Fleisch nicht. Also sollst du leben. Du sollst leben. Ah, so. Hallo. Hier ist nichts. Bin wieder hoch. Eisen. Das ist ja ein Riesending hier, ne? That's what she said. What? Ich hab das überlebt. Wie hab ich das überlebt? Krass, Mann. Welche Höhe sind wir jetzt? 34, ey. Ist ja nicht mehr weiter, gibt's Dias. Boah, wie krass das ist. Punk. Hallo Lava. Das ist so Eisen am Stücke. Ja, meine Güte. Das ist aber eine Höhle. Also das nenne ich doch mal eine Höhle. Aber wie kommen wir denn jetzt wieder raus? Ich wollte die Welt entdecken und nicht wieder durch Höhlen rennen. Wo kommen wir denn da hin? Scheiße, ey. Der arme Dula, wie bin ich denn hier reingekommen? Hallo? Hä? Wo ist der Ausgang? Oh no, ich bin irgendwie hier gelandet, ne? Hier irgendwie so. Du Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Oh, Steine, ne? Sonst wird das hier nichts mehr. Halleluja, ey, was hab ich denn da wieder angerichtet? Der kann nicht mal spazieren gehen. Hallo hier oder wie? Was war da vorne? Oh Mann, das darf uns nicht so oft passieren, so viel Picken haben wir nämlich nicht. So. Dann bauen wir uns mal schnell hier wieder hoch. So gut es geht. Okay. So gut geht's gar nicht. Ein bisschen dunkel jetzt gerade, ne? Oh, Eisen. Interessant. Ich hab mich hier voll eingebaut. Ey. Aber irgendwo muss es ja rausgehen. Ah, falsches Werkzeug. Okay, das sieht schon mal ein bisschen nach Ausgang aus. Oder auch nicht. Hallo, wie hoch ist das bitte? Ah, okay, da kommt schon mal Erde. Oh, Gott sei Dank. Nein, ich will Fleisch. What? Wie hab ich das denn hingekriegt? Sieht so harmlos aus hier. Patsch, auf einmal bist du da 100 Kilometer im Boden. Ach, da hinten oder so. Eieiei, ich muss jetzt aufpassen. Ja, aber... Hä? Gehen wir denn jetzt lang? Da oder da? Ich schlage vor, da. Ich muss was essen. Boah, das war ja ein Schock.
Ich hab gedacht, das war es jetzt mit dem Dula-Kümmer, als ich da runtergefallen bin. Boah. Scheiße. Der Sumpf. Nein, da wollen wir nicht nochmal runter. Auf jeden Fall regnet es nicht mehr. Das ist schon mal gut. Blaue Blume. Hellblaue Blume. Könnte eine schöne Farbe geben. Oh, das sieht aber schön aus hier. Schönes Wäldchen. Dulok entdeckt die Welt, aber findet kein Dorf. Findet eigentlich gar nichts außer Berge. Tja. Viel ist hier nicht los, ne? Ich wäre ja so interessiert an so ein paar Hunden oder so ein paar Pferden oder sowas. Das wäre doch mal was Schönes, ne? So ein Pferdchen. Aber hier ist nix. Noppes, nada, niente, notas, nikes. Nur Bäume. Bäume. Also bei Holz braucht man sich ja keine Sorgen machen, das ist schon mal klar. Schaf. Mö. Auch schöne Blumen hier. Können wir ein paar mitnehmen. So was Andenken, wisst ihr, wenn er schon mal hier die Welt besichtigt, dann kann man auch mal. Also kannst du sagen, kann man seiner. Ja, allen seinen Freunden kann man erzählen. Hör mal, ich damals, ne? Da war ich. Ja, wo warst du denn da? Ja, da war ich, auf 767, 130. Und da sagt der andere, ne, du warst auf 167, 130. Ja klar war ich da. Ja, aber das kann ja jeder sagen. Dann sagst du ja, ja, aber ich habe hier die roten Blumen. Guck, die habe ich da mitgenommen. Ja, so ist das nämlich. Und dann kann er nicht mehr sagen, hier, da war es ja gar nicht. Hallo, das ist das schwarze Schaf. Schaffe ich. Oh, Sonnenblümchen, das ist auch schön. Ich hab jetzt zum ersten Mal. Oh oh. Nix gut. Federn, was kann man eigentlich mit Federn machen, könnt ihr mir mal schreiben. Hier geht das jetzt hier überall runter, oder was? Sollen uns hier mal einen Weg bauen? Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. So. Bock, bock. Pflänzchen haben wir jetzt am Stissel, ne? Kann keiner sagen, wir hätten keine Pflanzen mehr, ey. Die Pflanzen. Pam, 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 pam. 17 Sonnenblumen. Tja, und nun? Außer Blumen haben wir nichts gefunden, ne? So können wir nicht nach Hause kommen. Was ist da oben, ey, für ein Ding? Das ist auch eine Blume. Voll die Blume hier, ey. Voll die Blume. Voll die Hardcore-Blume. So. Können wir ja mal schön hier klettern, ne? Zack, zack, zack. Ja, wir sind ganz schön weit weg von zu Hause, ne? Ganz schön weit weg. Wir haben noch keinen einzigen Hund gesehen, noch kein einziges Pferd. Was ist denn da los? Manchmal machst du eine Map, steht direkt ein Pferd gegenüber und grinst dich an. Und hier findest du nicht mal ein einziges. Wenn du 100 Kilometer läufst. Wow! Also das muss ich echt nochmal irgendwie überdenken, wie ich mich hier fortbewege. Tja.
keine Tiere, aber interessante Formation. Ach, das sieht aber echt schick aus, weil das gucke ich mir aus der Ferne an. Kein Wunder, warum die Zombies da hinten stehen, die gucken sich das ja auch an. Krass, Leute. Das ist ja mal schick. Ich könnte mal fast eine zweite Bude hier aufschlagen, ne? Der nervt das sich hier. In seinem Gebiet hier drin, ne? Mein, raus, raus, raus. Denn das ist eine Kuh. Ich hab schon gedacht, da will wieder ein Enderman Ärger haben. Aber die hauen ja immer vor uns ab. Die Enderman. What? Lulak hat Schritte gehört. Gehen wir mal hier hoch. Küchen. Ja, da können wir noch ein bisschen ledern. Hallo? Ja. Oh, die habe ich voll weggekrittet. Oh, wie die wegfliegen. Bumm. Kriege ich echt das Leder, wenn ich die so ab? Abholze, ey. Ja. Gleiches Problem wie immer, ne? Nix. Ich baue gleich einen Schneemann aus lauter Frustration. In die Richtung. Ja. Theoretisch müssten wir praktisch in diese Richtung. What? Ganz schön tief. Mal rüberspringen und zack. Und wie kommen wir jetzt hier runter? Der Schaufel. Bums. Naja, okay. Kann ich mit leben. So, komm du auf. Der Zombie geht an. Gute Nacht, Tschüssi. Entschuldigen Sie mal, Sie haben da ein Leck. Soll ich Ihnen das mal stopfen? Oder tritt Ihnen zufällig aus der Wohnung Lava aus? Hm? Der Klempner von nebenan hier. Ja, ich hab Spaß, ne? So ist das. Aber ich finde keine verkackten Hunde. Sorry, dass ich so vulgär nicht ausdrücke. Ich glaube, Besserung. Not. Gibt's irgendwie so einen Hundekompass? Haha. Boah, 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 wo hab ich hier? Alter, jetzt hab ich einen Schock bekommen. Was geht denn da ab? Ist ja voll die Party. Und der darf nicht mitfeiern hier, der Creep. Mein Gott. Oh, ein Skeletti. Hätte ich fast Spaghetti. Spaghetti mit Skeletti. Komm her, ich mach's hier Spaghetti, du kleine Skeletti. Oh, ein Bogen. Ha! Ein Bogen, wir kriegen einen Bogen. Und weg mit dem Zeug. Ja, mach mal das nicht. Kriegt man den eigentlich wieder? Ja. Ha, können wir mal üben. Ich habe noch nie mit Bogen geschossen in Minecraft. Ist irgendwie höher als hier, ne? Die Ballistik. Die Ballistik über Ballistik. Oh, ist das schwer. Wieso rennt der so zickzack hier? Kriegt man jetzt wieder die Pfeile? Nein, leider nicht. Aber sowas hier, ne? Ja. Aber nicht genug Pfeile für so Aktionen, ne? Ich habe das Text irgendwie in meinem Texture-Pack wird nicht angezeigt, wie weit ich den Boden gespannt habe. Das ist ein bisschen schade, ne? Hier ist Kuhparty. Kuhparty wird jetzt beendet. Überall Kühe und Schafe, keine Hunde oder sowas. Komm hier ins Licht, kleine Kuh. Was geht hier? Nix. Ah, das geht doch nicht.
Tja, die Landtour. Was haben wir eingenommen? Blümchen von Fernost. Ein bisschen Explosivpulver. Erfahrung. Und das war's im Prinzip. Wir haben kein Dorf entdeckt. Wir haben keine Hunde. Wir haben nicht viel. Wie sieht es eigentlich aus hier so meine koordinatentechnisch, ne? Wir haben viel Leder. Oh ne, da ist meine Ecke. Das ist ein Creeper. Creeper-Attacke! Nee. Ja, jetzt kommt hier wieder der Busch. Der Laub- und Fichtenwald. Nadelwald. Den keiner haben will. Was ist hier? Oh, ein Höhlchen. Da klimpert doch das Höhlchen. Aber wir brauchen das alles nicht. Oh, guck mal hier, wie viele Blumen. Komm hier, nur mit der Blume. Zehn Stück. Schön. Wenn wir schon mal hier sind. Moment, müssen wir. Müssen da lang irgendwie, ne? Wenn wir wieder Richtung zurück wollen, dann sind wir gerade in die falsche Richtung immer. Aber so weit von in die falsche Richtung. Aber so weit von in die falsche Richtung. Kuh dich mal hier weg. Kuhchen du. Kuh mu. Muku. Ja, vielleicht finden wir unterwegs ja noch ein paar Hündchen. Würde mich freuen. Da geht nämlich schon wieder die Sonne, oder? Und das ist der Sumpf. Viele sind in den Sumpf bereits hineingetreten, aber niemand ist lebendig zurückgekommen. Aus dem Sumpf des Grauens. Nicht mal der Creeper traut sich da rein. Lieber explodiert er. Guck mal, das Schwein. Was hast denn du da mit dem Creeper gemacht? Das ist aber nicht nett. Ein Zombie im Schatten. Im Schatten seiner selbst. Ja, Freunde. Da geht hier gar nichts mit Hunden, oder was? Gibt gar keine Hunde in Minecraft. Das habt ihr mir nur erzählt. Die gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Den Dulak wieder verarscht. So, ja, such mal die Hunde. Such die mal. Der Dulak so, ja klar, mach ich. Also, oh Mann, ist der doof. Ja. So, dann suchen wir mal einen schönen Aussichtspunkt. Da oben sieht gut aus, da klettern wir nochmal hoch. Boah, das ist noch ein Höhlchen. Höhlchen, Pupülchen. Muss ich nochmal reingehen, vielleicht ist ein Mobspawner. Komm, das tun wir uns nochmal an hier. Ein Mobspawner, ein Spopmawner. Ein Spopmawner. Hallo, ist hier ein Spopmawner? Nee, hier ist nix, nix. Ja, komm. Hier ist nix. Ich hab da so ein Gefühl, dass hier nix ist. Das sieht so nach nix aus, wisst ihr, wie ich meine? Klettern wir lieber mal den Berg hier wieder hoch. Und schauen mal, was sich hier so tut. Und was sehen wir, die Koordinaten? Was ist in die Richtung? Wenn wir irgendwann mal wieder in vielen Jahren zu Hause ankommen wollen. Ich bin überrascht, die Welt ist ja unglaublich groß. Die nimmt ja gar kein Ende. Und da ist der richtige Weg. Der Weg ins große Tal. Da müssen wir hin. Dort lockt Gewinn, Bergwald befackelt, hell die Nacht. Kennt ihr das Lied? Soll ich singen? Nein, der Dulak ist nicht besoffen. Na gut, ein bisschen. Bisschen getrunken. Aber anders kann man auch einen Tag nicht beginnen, ne Leute? Ohne Flasche Whisky werde ich gar nicht wach. Ne?
Deswegen auch die rauchige Stimme vom Dulak. Rosa Blümchen. Wie schnuckelig, wie fluckelig. Schnuckelfluckel. Ja, ne? Über den Nibelbergen weit. Ein Land von Winde. Angefacht. Aus alter Zeit. Und dort, wo knistert, im Gehölz erwacht. Nee. War eigentlich anders. Aber ist ja nicht schlimm. Ich erinnere mich nicht an diese Stelle. Was sind wir denn hier richtig? Vielleicht müssen wir auch mehr so hier. Mehr so in diese Richtung. Schnaggelibuck, schnaggelibuck, schnaggelibuck. Hoch, hoch, hoch. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Die Richtung müsste stimmen. So grob. Muss ja auch nicht genau. Wir wollen ja ein bisschen gucken. Bisschen traurig nur, dass wir hier keine Hunde oder so gefunden haben. Hallo? Keine Hunde oder so gefunden haben. Bisher. Kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen, Freunde. So. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da ziehen wir hin. Dort lockt Gewinn. Oh, das sieht gut aus. Sieht gut aus, ich glaub's richtig. Ich glaub's richtig, Leute, das ist richtig. Ich bin auf dem richtigen Weg. Oho. Dulak will nach Hause. Da ist er, da ist er. Unser Portal. Wir haben's geschafft. Das ist unser Zuhause, meine Freunde. Das ist es. Unsere Bude. Wirklich schön. Ich freue mich, dass ihr auf der Tour dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Freue mich über alle Kommentare. Ciao, ciao, dein Dulak.